Jürgen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Auftaktsieg hier. Vor 2 Tagen noch in der Ukraine auf schnellem Hartplatz der umjubelte Held gewesen, auch wenn es letztendlich nicht geklappt hat insgesamt. Und 2 Tage später hier auf Sand zu gewinnen in Höhenlage, wie war denn der Spagat möglich? Ja, es ist halt schön, wenn man locker drauf losspielen kann, sich weniger Erwartungen hat, dann geht es auch manchmal gut. Es war natürlich sehr, sehr schwierig heute. Ich war sehr, sehr müde. Vor allem nach dem 4-0 habe ich irgendwie gemerkt, okay, schon langsam geht die Kraft aus. Ich habe es irgendwie drüber gerettet. Ich habe eigentlich zwischendurch echt ordentliches Tennis gespielt. Und freue mich natürlich, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier noch ein zweites Match zu spielen. Ein Erfolg, der unter diesen Umständen doch einigermaßen stolz macht? Klar, jeder Erfolg im Moment macht stolz, weil man so viel Arbeit reingesteckt hat und wirklich eine lange Zeit ohne Tennis war. Und dann, wenn man dann merkt, okay, es geht eigentlich immer noch ganz gut, dann freut einen das natürlich. Wie viel alter Jürgen Melzer war das bis 4-0? Ja, da war wahrscheinlich schon ein bisschen was dabei. Schwierig zu sagen. Also ich habe sicherlich andere Kitzbühel-Turniere schon schlechter begonnen. Also von dem her kann ich zufrieden sein. Man ist natürlich hochgespannt auf dieses Duell morgen. Zunächst mal, du hast schon heute, oder besser gesagt Jan, dein Trainer, hat gesagt, du erwartest dir eigentlich gar nichts. War denn wirklich so? Jetzt zur heutigen Partie, klar gehst du mit weniger Erwartungen rein, weil keine Trainingszeit, müde, alles tut weh. Du kämpfst dich halt irgendwie drüber und dann ging es sich halt irgendwie aus. Morgen muss man so realistisch sein, ich meine, der steht erste 10. Der Dominik hat eine unfassbare Sandplatz-Saison gespielt, ist der Mann, den man hier schlagen muss. Ich glaube, dass das noch ein bisschen zu früh kommt für mich, aber das Schöne ist, ich kriege das Match und danach wissen wir, ob es für ein paar Games reicht oder ob es für mehr reicht. Du wirst mir jetzt natürlich nicht die Taktik verraten, aber wo kann man ihn denn am ehesten vielleicht anpacken? Ja, es haben heuer viele probiert, ihn anzupacken und es haben sehr, sehr wenige geschafft. Ich werde mein Tennis spielen. Man wird sehen, was rauskommt. Okay, alles klar. Wir wünschen auf jeden Fall ein schönes Erlebnis dir noch einmal. Danke. Danke.